Der Odenwald, eine der holzreichen Regionen in Hessen. Und ein traditioneller Standort für Sägewerke, die das heimische Holz verwerten. Gut zwei Drittel eines Baumstamms lassen sich zu Möbel und Bauholz verarbeiten, dem sogenannten Wertholz. Bis zu ein Drittel des Stamms wird nach dem Zuschneiden als Schnittrest und Sägemehl übrig bleiben. Systematisch gesammelt und aufbereitet wird daraus eine hochwertige Energiequelle. Schon beim Kürzen der Stämme im Sortierzug wird das Sägemehl sorgfältig aufgefangen. Auch beim Längsschnitt in der Gattersäge fällt wieder Energie ab. Gesteuert mit einem Laserstrahl wird aus dem Stamm zunächst möglichst viel Wertholz gewonnen. Das sind die beiden dicken Bretter in der Mitte. Die dünnen Randstücke sind Energieholz. Die Wege trennen sich gleich hinter der Säge. Auch die feineren Reste, Holzmehl und Späne, werden aufgefangen in einem Kanal unterhalb der Sägeblätter. Das Wertholz wird weiter zugeschnitten, dabei fallen wieder energiereiche Nebenprodukte an. Nichts geht verloren. Je weiter die Verarbeitung des Holzes fortschreitet, umso mehr wächst der Energiestrom in den verborgenen Gängen des Sägewerks. Hier der Zuschnitt von Palettenholz, wie überall im Sägewerk, mit Sammelbändern für die abfallende Energie. Am Ende wird der Energiefluss in verschiedene Größen ausgesiebt. Die groben Stücke werden zu Hackschnitzeln zerkleinert, ein Brennstoff für große Heizanlagen. Die feinen Teile werden davon getrennt. Sie sind die Basis für Holzpellets. Das Sägewerk Monheimer ist seit 2004 Sitz der Holzenergie Odenwald, abgekürzt HEO. Ein Energieverbund von heute 6 Odenwälder Sägewerken, die ihr Sägemehl in Grasellenbach zu Pellets veredeln. Holzpellets sind mehr als einfach gepresstes Sägemehl. Frisch aus der Säge enthält es noch 60-70% Feuchte, deshalb muss es zuerst in die Trocknung. So bekommen die Pellets ihren späteren hohen Heizwert. Zum Trocknen von Mehl und Spänen verheizt die Holzenergie Odenwald nur Hackschnitzel von minderwertigem Restholz. Für Gebäudeheizungen sind sie ungeeignet, aber der Dampfkessel der Pellettrocknung kann sie verwerten. Hier findet eine Aufwertung von Energie statt. Sie fließt von der Trocknungswärme, die mit geringwertigen Energieträgern erzeugt wurde, in eine hochwertige und am Ende gut zu nutzende Energieform. 8 cm hoch, zu einem Spänekuchen geschichtet, laufen Sägemehl und Späne durch den Bandtrockner. Ein Durchlauf dauert 15 Minuten, dann sind die Späne auf etwa 10% Feuchte heruntergetrocknet. 1% Getreidemehl kommt noch dazu, als Bindemittel, dann geht es in die lärmende und heftig vibrierende Presse. Sie besteht aus einer außen rotierenden Matrize und 3 Walzen, den Kollern, die das Sägemehl mit hohem Druck durch die Löcher der Matrize pressen. Am Ausgang werden die Pellets gesiebt, hier sind sie noch warm von der Trocknung und der Presshitze. Holzpellets sind ein technisch genau definierter Brennstoff mit täglicher Qualitätskontrolle. Durch starkes Rütteln wird der Abrieb gemessen, die Kennzahl für die Stabilität. Alle Ergebnisse werden dokumentiert, eine Voraussetzung für die Zertifizierung als Energieproduzent. Durch diesen Schlauch werden die Pellets dann von der Produktionshalle in die Silos geblasen. Hier trocknen sie nach, härten aus und gehen im Anschluss direkt zum Verbraucher. Im Durchschnitt produziert das Pelletwerk der Holzenergie Odenwald jeden Tag über 20 Tonnen Pellets. Das entspricht dem Energiewert von 10.000 Litern Heizöl. Den Vergleich darf man wörtlich nehmen, denn Pellets ersetzen unmittelbar fossiles Öl als Heizmaterial. Mit Holzpellets erreicht regional produzierte Bioenergie die Zentralheizungen der Privathäuser. Hier in Brenzbach im Odenwald. Das Anliefern mit Schläuchen sieht kaum anders aus als beim Heizöl. Pellets brauchen aber 2 Hausanschlüsse, einen Eingang zum Einblasen und einen Ausgang zum Absaugen von Staub.
Holzpellets benötigen keinen teuren Sicherheitstank zum Schutz des Grundwassers. Es genügt ein einfacher, abgedichteter Vorratsraum. Für Hausbesitzer ein ganz wesentlicher Vorteil. Der geschlossene Brenner passt in jeden üblichen Heizungskeller, hier mit der Wärmeverteilung für ein Zweifamilienhaus. Die Beschickung ist vollautomatisch gesteuert. Holzpellets sind als Brennstoff erheblich günstiger als Heizöl. Dank ihrer hohen Energiedichte kommt ein Wohnhaus mit einer bis zwei Lieferungen im Jahr aus. Der Hauptbedarf für die Heizenergie ist im Winter, aber ausgeliefert werden Pellets das ganze Jahr über. Die vollständige DVD »Das geht – Bioenergie aus Hessen« erhalten Sie unentgeltlich beim Witzenhausen-Institut, Werner Eisenbergweg 1, 37213 Witzenhausen. Bitte senden Sie uns einen mit Ihrer Adresse beschrifteten und mit 1,45 € frankierten Rückumschlag.